Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Sale Trader Helpdesk. Natürlich mit Dirk Hilger. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, möchte natürlich alle motivieren, entsprechend Fragen in die das Chatfenster reinzustellen. Das Webinar ist ja für Sie gedacht, auch wenn der Dirk sich bestimmt freut, heute früher Feierabend zu machen. Aber nutzen Sie die Zeit und die Gelegenheit und können natürlich jetzt auch schon die Fragen in den Chat reinstellen. In der Zwischenzeit schauen wir uns den Risikohinweis kurz an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Okay, super. Dann übertrage ich schon mal den Bildschirm oder beziehungsweise übergebe den Bildschirm an Dirk. Und ja, wir warten dann auf die Fragen, oder Dirk? Genau, so machen wir das. So, erstmal Short All In im DAO. Wird gerade schon meint, ist keine Handelsempfehlung. Okay, so, also mein Gut Bild. für die, gut, Ja, dass du die Ergänzung gemacht hast. natürlich. Nein, nein, also außer ich kriege Provision, aber das will ja auch keiner. Genau, so, Bildschirm sollte da sein. Ich habe den richtigen getroffen. Und kam, ja, die Nummer zwei war es. Wolltest du mir bestimmt als nächstes sagen, aber ich habe es tatsächlich dann doch auch mal Du hier. warst schneller als ich. Ja, ich bin heute, ne, merkst du schon, also eher da, dann hier Bildschirm selber gefunden. Ja, bist auf Zack heute. Könnte funktionieren. Ja, ich habe vorhin mal kurz geschlafen. Das war nachdem du angerufen hast, musste ich erstmal irgendwie mich mal kurz irgendwie aufs Ohr legen. So schlimm Und war das Telefonat nicht. ja, das ist eine beruhigende Wirkung auf mich, weißt du? Und deswegen kam dann direkt der Gedanke, ach, muss einfach mal die Augen zumachen. Sehr gut. So, dann sage ich an der Stelle auch hallo und herzlich willkommen hier, das wollte ich gerade schon sagen, zum Live-Trading, nein, zum Helpdesk-Webinar. Und wo ihr eure Fragen reinwerfen dürft. Und wir versuchen das wie immer hier dann zu beantworten im Rahmen des Webinars. Ansonsten Dinge halt wie üblich, die jetzt halt hier nicht irgendwie direkt nachvollzogen werden können, gehen wir auch gerne später dann per Mail drauf ein und versuchen natürlich irgendwie alles auch irgendwo und irgendwie aufzugreifen und zu beheben. So. Das war die Einleitung. Wir haben tatsächlich nichts auf dem Schirm, aber ich greife vielleicht mal ganz kurz das von dir eben auf, Nelson, weil der Nelson hat mir vorhin noch was zugespielt aus eigener Erfahrung. Betrifft zwar jetzt den MT4 in der neuesten Version und nicht den MT5, wobei ich da noch gar nicht mal so sicher wäre, ob das auf dem MT5 nicht auch auftauchen könnte. Und zwar hat er die Version, beziehungsweise das Bild mit der Nummer 2660 beim neuen Chart aufmachen, steht dann da oben irgendwie initialisieren und dann kommt nichts mehr. Das scheint tatsächlich nur aufzutauchen, also ist meine Vermutung, ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich würde mal tippen, bei einem krachneuen Demo-Account, wo es noch keine Historie gibt und da bremst er irgendwie ab. Ne? Und so, das ist keine große Sache, ist natürlich super ärgerlich. Das heißt, ist aber bei mir auf der To-Do-Liste ganz oben und ich versuche das tatsächlich heute auch noch zu beheben, weil das eigentlich keine große Sache ist und das ganz gut lokalisiert werden konnte, wo das ist. Also wie gesagt, wer das Problem hat, Chart aufmachen im MT4 mit der neuesten Version und es geht nicht weiter auf einem ganz frischen Konto, sollte ab morgen wieder funktionieren. Ja, da kommt auf jeden Fall ein kleines Update dann rein. So, also Nelson, ne, das war dann auch mein Feedback, beziehungsweise mal Ja, eine super. Antwort zu deiner Frage. Es ist nur eine Kleinigkeit einfach, ne? Also es, ja, wenn keine. Weil das Ding ist, beim Start macht er ja, das hat man ja gesehen, beziehungsweise sieht man ja, wenn man das aufmacht, dass ja halt hier dann irgendwie steht, Updating, ne? Das heißt, da wird die ganze Historie wird dann halt eingelesen und
halt im Hintergrund verarbeitet. Und scheinbar ist da einfach nur ein kleiner Schluck auf, wenn es noch keinen einzigen Trade jemals auf dem Konto gegeben hat. Und daher kommt es dann halt einfach. Das ist alles. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, Nelson, auch mal tatsächlich parallel versuchen, falls du die Möglichkeit hast, mal zu gucken, was passiert, wenn ein Trade gelaufen ist, dann sollte das wahrscheinlich weg sein. Aber selbst wenn nicht, weiß ich, wo ich ansetzen muss. Kann keine große Sache sein. Ja, ich komme jetzt Gut. aktuell da nicht dran, aber ich gebe dir ein Ja. Feedback. Ja. Ansonsten, apropos Feedback, ich habe dieses Mal keine Fragen vorab per E-Mail bekommen. Von daher, auch da gibt es nichts Neues zu berichten. Und ich bin immer noch ein bisschen verwundert, dass noch keine Fragen mit Chat sind. Ja, das ist doch gut so. Generell mal ein gutes Zeichen. Finde ich generell ja Stimmt. nie so schlecht. So, hier der Short All-In. Wir können ja ein bisschen Live-Trading machen, aber ich bin hier auf dem Demo-Account, wie man sieht, mit einer ganz kleinen Position von 200 Kontrakten. Das war so ein typischer Demo-Account-Trade, ne? Den habe ich weiß gar nicht, wann ich den aufgemacht habe. Letzte Woche, vor 2 Wochen, ich weiß es nicht, ne? Und irgendwie vergessen. Ja, was ist? Natürlich ein Plus hier, ohne Ende. Also, wobei hier auch irgendwie mal kurz im Minus war, aber das ist nichtsdestotrotz typisch Demo-Account. Vergisst man und dann ja, freut man sich. Auf dem Live-Konto passiert sowas natürlich nie. Bestenfalls mal irgendwie oder nicht mal irgendwie mit 10 Cent pro Punkt und hier halt ja mit 100 Kontrakten. Den hier habe ich gerade vorhin aufgemacht, wo ich gesagt habe, Short All In. Und der hätte sich tatsächlich noch gelohnt. Aber war natürlich nicht ernst gemeint. Ne? Das ist halt auch klar. Ja, der Daniel meint auch, ich dachte schon, das wäre live. Natürlich nie bei so einer Position. Das ist, kannst du vergessen. Das, auf dem Live-Konto passiert sowas nicht, weder mit Absicht noch versehentlich. Das ist ja irgendwie ganz normal. Aber generell ist es tatsächlich halt nur, also hier auch den TP habe ich vorhin mal gesetzt, bezieht sich einfach nur auf, ich weiß es auswendig in meinem Blog, müsste 33.780 irgendwas sein als Zielmarke, die ich im DAO ja letzte Woche irgendwann schon mal in Aussicht gestellt habe. Allerdings natürlich unter Vorbehalt. Aber so wie der heute nach unten geschlittert ist, habe ich halt morgen auch schon geschrieben. So ein Stückchen fehlt noch und das ist eben genau das Stück, irgendwie 770, 780, so um den Dreh rum. Da sollten wir wohl noch hinlaufen. So. Gut, die Frage, warum eben der Horst im MT4, im SteroTrader Forex Pro, warum die strategische Order verschwunden ist, die Frage wurde mal per Mail gestellt. Das ist eine interne Geschichte, ganz einfach. Und warum da halt irgendwann mal eine Anpassung erfolgt ist, das ist der ganze Hintergrund. Warum die halt nicht mehr da ist. Aber es ist generell strategische Order immer so ein Thema für sich, wo man eigentlich irgendwie ein eigenes Buch dazu schreiben könnte, weil es halt auch so komplex ist und auch im Support generell ein bisschen schwierig bedient werden kann. Ja, so raus mit euren Fragen, sonst machen wir hier gleich in 10 Minuten wieder Feierabend. Nelson, du kannst doch auch früher nach Hause, oder? Oder bist Nicht du schon ganz. zu Hause? Ich bin zu Hause, ja. Okay. Ja, ich ja auch, aber gut. Kann ja im schlimmsten Fall was anderes machen, wenn nichts reinkommt. Nee, aber generell ist relativ wenig Feedback da. Also ich meine, also jetzt zum letzten Release ist natürlich grundsätzlich erstmal positiv, weil das auch heißt, es gibt halt irgendwie wenig Problemchen. Ich meine, irgendwas ist immer, das ist normal, aber den SteroTrader haben ja auch mehr als irgendwie nur eine Handvoll Leute. Und von daher ist es natürlich logisch, dass halt auch irgendwo Spezialfälle halt in irgendeiner Form sind. Also wir hatten einen noch, das war in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, der halt beschrieben hatte, dass die Linien irgendwie sich automatisch ausblenden. Da gab es irgendwie zwei Fälle und absolut nicht nachvollziehbar. Das ist halt natürlich dann immer ein bisschen schwierig und deswegen, das sind, also ich bin immer froh, wenn halt jemand irgendwie eine konkrete Beschreibung hat und dann sagt, guck mal hier und dies und jenes, wenn ich das tue, funktioniert das nicht.
Und da kann ich halt auch immer wieder nur betonen, weil da mal auch irgendwie in der Gruppe jemand gemeint hat, ja, so, auch wenn es jemand nicht gerne hören will, das ist ein Programmierfehler. Ganz wirklich das absolute Gegenteil ist der Fall. Ich bin doch immer heilfroh, wenn mir irgendjemand zeigen kann, welche Schritte ich tun muss, damit ein bestimmtes Fehlverhalten auftritt. Und umso leichter ist es doch für mich, weil dann kann ich es einfach wegmachen, dann ist gut. Es ist ja keine Frage der verletzten Eitelkeit oder Ehre. Das ist total wirklich Quatsch. Also ich finde es immer nur viel, viel schwieriger, wenn halt irgendwie was auftaucht, wo ich dann halt erkenne, okay, es ist nicht nachvollziehbar und muss an was anderem liegen. Erst dann wird es ja halt immer schwer. Ne? Was dann vielleicht dann irgendwie gern mal wie eine Ausrede klingt oder so. Aber das ist, wie gesagt, das ist eher so das Worst-Case-Szenario, weil wenn ich irgendwie gucken muss, was macht Microsoft, was macht MetaQuotes und wer hat denn jetzt wieder was verbockt, was ich nicht nachvollziehen kann, finde ich viel, viel anstrengender, wie zu sagen, ja, da haben wir halt irgendwo was eingebaut, was da nicht hingehört, dann, weil wenn das, wie gesagt, so ist, dann kann man es auch selber ausbauen. Ne? Von daher ist mir das viel lieber, wenn ich selber schuld bin. So, was? MT4, Zählung der Periodendauer wird nicht umgeschaltet. Was ist das damit gemeint? Warte, warte ich. So. Dann schnappen wir uns. Ah, oh, das kommen ja noch irgendwie zwei, drei Sachen. Ich fange mal bei 1810 an, ne? Ja. Ja, mit der heiklen Aschi. Wenn ich den Benutzerdefinierten Indikator, meine Güte, den benutzerdefinierten Indikator heiklen Aschi einfüge, dann muss ich den Kerzenchart auf Liniencharts umstellen, die Farbe der Linie auf weiß. Dann erscheinen nur die HA-Kerzen. Starte ich nächstes Konto neu, dann ist der Chart wieder auf Kerzenchart und schwarz eingestellt. Ja, ich weiß, der ist so ein bisschen Problemkind, der Heiken Aschi. Mal gucken wir den. Wahrscheinlich ist ja der hier damit gemeint, ne? Das kann wirklich sein. Das sollte sich eigentlich automatisch umschalten. Also so im MT5 darf es natürlich nicht aussehen. Oder ist ein anderer damit gemeint? Bei einem MT5 war der, glaube ich, noch nie irgendwie startklar. Im MT4 allerdings schon. Und dort sollte er auch eigentlich funktionieren. Wenn, aber ich weiß, bei MetaTrader ist auch einer dabei, ne? Ja. Bis ich den jetzt gefunden habe. Da kann ich jetzt, glaube ich, lange suchen hier bei mir. Ja, kann ich leider tatsächlich nicht. Also wenn es der MetaTrader interne, dann ist dann auf jeden Fall, den habe ich auch mal irgendwo gesehen. Weißt du auf Anhieb, wo der ist, Nelson? Weiß nicht. Nicht. Ja, den findest du ganz, also es ist nicht in irgendeiner Gruppe, sondern direkt unter Indikatoren. Ah, okay. Ja, genau, ne? So sollte das, ja klar. Also wenn wir natürlich hier die Hintergrundfarbe ändern, dann sieht der anders aus, so sieht der komisch aus. Und ja, das ist auf jeden Fall MetaQuotes, das ist klar. Aber halt beim StereoTrader, der dabei ist, der sollte zumindest eigentlich im MT4 seinen Job machen. Also das sollte eigentlich funktionieren. Im MT5, wie gesagt, nicht, weiß ich. Aber halt hier auf jeden Fall. Im MT4 auf jeden Fall. Da kann ich leider keine befriedigende Antwort geben. Also hier muss man es tatsächlich dann halt wirklich manuell umstellen. So, der Falco, 18:11 Uhr. Ich benutze seit einigen Tagen den StereoTrader MT5. Ich habe ein Problem mit Objekten, Fibos, Linien im Chart. Sobald ich wieder neu starte, kann ich sämtliche Objekte nicht mehr anwählen, verschieben, löschen. Ja, also grundsätzlich kann man, ob ich da nichts Falsches erzähle,
Also wenn ich hier Linien oder irgendwas jetzt einfüge, ich mache die mal kurz ein bisschen dicker. Es gibt auf jeden Fall einen Trick. Also wenn das irgendwie auftauchen sollte, das hängt damit zusammen mit der, so ein bisschen mit der Geschwindigkeit, habe ich immer den Eindruck von der Kiste, wo der MetaTrader halt läuft. Grundsätzlich kann man aber hier über User ein- ausschalten. Man kann auch über User, wie man sieht, alles selektieren. Ne? Also das heißt, wenn ich hier die Shift-Taste gedrückt halte, kann ich auf jeden Fall alles auswählen. Ne? Was hat irgendwie da, also ich zeige mal kurz zum Vergleich. Das heißt, mal angenommen, ich hätte jetzt das Problem, ich habe gerade den Chart aufgemacht und es sieht irgendwie so aus und nichts ist selektierbar. Ne? So, grundsätzlich geht es ja per Doppelklick. Wie gesagt, so ein bisschen für meine Begriffe in Abhängigkeit davon, wie schnell der PC halt ist, der dahinter liegt. Wenn das nicht funktioniert, einfach User, Shift-Klick und dann sind alle selektiert und dann kann man auf jeden Fall, ist das zumindest ein funktionierendes Workaround und wo man da halt auf jeden Fall nochmal drankommt. Falco, das kannst du gerne mal versuchen und wenn du möchtest, auch irgendwie ein Feedback da lassen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. So, dann von mir auch ein kleines Feedback. Ich habe das Demokonto jetzt mal gewechselt, wo auch Trades schon erfolgt sind und da startet der SDL Trader. Ja, das dachte ich mir. Also war die Vermutung auf jeden Fall richtig. Auch für die, die später dazugekommen sind, das war die Frage vom Anfang, dass halt das Phänomen auftritt bei einem ganz neuen Demokonto, Live-Konto möglicherweise auch, wenn da noch nie ein Trade drauf war und dann läuft der MT4, also ist der Trader MT4, beim Start nicht durch, sondern bricht da halt ab. Und das wird behoben. Aber wie gesagt, nur wenn noch nie ein Trade drauf gewesen ist. Das war die Vermutung, das hat der Nelson gerade bestätigt. Okay, so. HA auf Grün und Rot stellen. Ach so, okay. Das war nochmal hier mit dem Heikenaschi. MT4 Zählung der Periodendauer. Also gemeint ist wahrscheinlich das hier, ne? Also die Restanzeige. Habe ich auch so verstanden, ja. Ja, ist aber hier tatsächlich ganz genauso, ne? Ist mir noch nie aufgefallen. Wenn man das umschaltet. Ja. Okay, war das vorher auch? Ich hatte das Problem auch schon, ja. Okay. Also, wenn man ihn ein- ausschaltet, scheint er sich aber zu fangen. Ne? Ist nur bei der Umschaltung. So wie ich das sehe. Also, wenn ich hier den Timeframe wechsle, sieht man ja. Ah, ne, doch, kommt aber irgendwann. Dauert einen Moment. Aber kommt. Nochmal gucken. Ja. Aber nur MT4, ne? So wie ich das irgendwie gerade sehe bei der Umschaltung. Aber es sollte auf jeden Fall weg sein, wenn man ihn einmal deaktiviert und dann halt wieder einschaltet. Also ich meine, das ist jetzt kein, überhaupt nicht mal kein Riesenbeinbruch, wenn das ja damit machbar ist, weil man schaltet ja nicht permanent um. Gerade wenn man halt darauf fokussiert ist, trotzdem, klar, wird mal notiert. Okay. So. Läuft also der Klaus um 18:16, läuft der Stereo-Trader nur auf einem Monitor? Nö. Also generell ist es ja so, der Stereo-Trader dockt sich ja halt im Chartfenster vom MetaTrader an. Und beim MetaTrader, ich meine, den kann ich ja halt auf Monitore verteilen. Da kann ich ja halt nur zum Beispiel das Fenster halt abdocken. Und also hier oben über abdocken. Und das ist dem Stereo-Trader eigentlich egal. Ne? Und dann kann ich den von hier aus auch auf einen anderen Monitor schieben. Gut, würde man jetzt nicht sehen hier bei mir. Dann wäre es einfach aus dem Bild raus. Aber klar, also von daher gibt es da jetzt keine Einschränkungen.
Ne? Weil das ist dem eigentlich egal. Der nutzt ja nur den inneren Bereich von dem Fenster. Okay. Genau, so, der Falco hat gerade nochmal geschrieben, funktioniert auch ohne die Shift-Taste und sagt auch gerade, ne, das war ja meine Vermutung, also hier vorhin mit den Objekten habe ich gesagt, so hängt so ein bisschen von der Power ab, die der Computer hat und er hat auch gerade gesagt, dass er tatsächlich schon so ein paar Tage hinter sich hat und das passt eigentlich ganz gut da auch dann zu meiner Vermutung mit zusammen. So, wer ist Schrott gegangen? Wer ist noch dabei? Müsst ihr hier schon wieder fragen. Man freut sich gerade. Nelson drückt heimlich mit, handelt auf dem Handy im Hintergrund mit 500 Kontrakten. Deswegen ist er so still und geschwitzt. Stör mich bitte nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. So. Sonst hier erstmal nichts mehr. Ah, okay, da kommt noch was. In deinem Screenshot, fragt der Falco nochmal, im Blog hast du die vertikalen blauen, roten Verkaufsbalken ausgeblendet. Die was? Ach so, das ist Ich einfach glaube, der nur die passive passive. Modus. Ja, genau. Ne? Also normalerweise sieht das Ganze ja so aus, ne? Und dass man hier die ganzen Elemente hat. Und im Block bei mir ist es tatsächlich halt nur immer die, ist ja hier sogar drin, glaube ich. Auch. Na, da sieht es ja so aus. Und da ist ja alles ausgeblendet. So, na, und das liegt einfach nur daran, weil das halt hier auf Passiv steht. Na, das ist alles. Deswegen ist da nichts drin. Man kann das sich hier umstellen von passiv auf aktiv. Also ich könnte jetzt hier wieder in den aktiven Modus reingehen und dann wäre halt wieder alles da. Und aktiv heißt nur, ich kann damit handeln. Passiv heißt, ich kann es halt nicht. So, dann fragt der Daniel. Ich gehe mal hier nochmal zurück. So, dann fragt der Daniel. Also das war ja halt die Geschichte hier mit, warum sind die Balken da verschwunden. Also Daniel fragt, kann man die Updates im MT5 wieder zulassen? Nein. Also ich würde halt immer wirklich davon abraten, wenn ihr die Möglichkeit habt und der MetaTrader irgendwie meckert und sagt, es gibt eine neue Version, musst du installieren, musst du wirklich gar nicht. Weil es immer wieder Probleme mit sich bringt und ich muss mich da ein bisschen bremsen in meiner Ausdrucksweise, um da halt nicht zu sagen, was ich davon halte. Aber von daher lieber echt immer warten. Also es ist ja nie irgendwie was, wo irgendwas, eine wundersame neue Funktion im MetaTrader halt irgendwie ist, sondern es sind irgendwie, weiß ich nicht, was das für Updates sind. Aber deswegen, also ich bin halt hier selber auch noch unterwegs mit einer recht alten Version. Ich weiß nicht, ob die von 2021 überhaupt ist. Weil es halt einfach stabiler ist. Ne? Also ich bleibe einfach bei der stabilsten Version und ich kann vor allen Dingen jedem, der halt auch den Stereotrader nutzt, auch nur dazu raten, nicht abzudaten. Ne? Außer wir sagen hier im Helpdesk oder keine Ahnung an anderer Stelle, offizieller Stelle, dann halt Bescheid und sagen so, jetzt hier neue Version muss, weil und dann ja. Ne? Da habe ich sogar eine Ergänzung. Jetzt betrifft den MT5 nicht, aber MT4. Und es ist seitens MetaQuotes angekündigt, dass ab dem 1. Oktober alle Versionen unter 13.20 nicht mehr unterstützt werden. Also alle Expert Advisors oder wie meinst du jetzt? Nein, der MetaTrader 4 Ach so, Bild okay. unter 13.20 wird dann auch vom Server nicht mehr unterstützt ab dem 1. Oktober. Okay, ja gut, das ist dann, ne, damit muss man dann halt leben und aber Gott sei Dank haben wir eine Kompatibilität zur 1330. Mit der 1340 gibt es schon wieder Probleme. Da ist schon wieder reger Austausch mit Meta-Quotes. Und weil da schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Also vom Server, ja, okay. Ja, hoffen wir, dass die hier noch eine Zeit lang hält, echt.
Aber gut. Okay. Wie kann man den Alarm beim MT5 einstellen? Fragt der Radek. Keine Ahnung. Muss ich echt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie man den Alarm hier einstellt, also im Stereo-Trailer. Aber im MT5 muss ich tatsächlich passen. Weiß gar nicht, weiß echt nicht, wie das geht. Also hier im Stereo-Trailer habe ich ja einfach die Möglichkeit, da halt zu sagen, hier Alarm an, dann halt hinzufügen. Und dann gibt es halt hier, das liegt natürlich genau auf der Linie hier. Das war natürlich jetzt nicht so clever. Warte mal. Mal die mal weg. So, ne? Und dann gibt es halt hier einen Alarm und den schiebe ich halt durch die Gegend und das war's, ne? Und der wird Also halt hier mal verkürzt wenn da. tatsächlich der MetaTrader 5 gemeint sein, also ohne den Stereo-Trader, dann einfach rechter Mausklick und dann unter Handeln findet man zum Beispiel die Funktion, einen Alarm zu setzen. Wo? Rechter Mausklick, Handeln und dann Alarm. Da. Ah, okay. Ja. Oder Also man kann es auch über dem Terminal unten machen, in dem Reiter Alarme, da kann man auch einen Alarm erstellen. ja. Okay. Aber es war sicherlich in Verbindung mit StereoTrader gemeint. Ja, also das geht auf jeden Fall hier rüber und wird natürlich halt vor allen Dingen ja auch mit dem Chart, also mit dem, wenn ich den jetzt zumache, dann halt mit den Einstellungen für einen StereoTrader vom DAO an der Stelle dann halt auch gespeichert. Ne? Und auch nur dafür. Ich weiß nicht, wie das im MetaTrader dann ist, aber. Gut. Seppel hat hier gerade was geschrieben. Ja, also weiß ich Bescheid. Ne? Brauchen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht vorzulesen. Es ist ja, bringt ja nichts. Und wenn da was kommt, gucke ich es mir natürlich an. Schaue ich mir an, auf jeden Fall. Ja, und der Radek hat es ja auch gerade bestätigt, ne, mit dem Stereo-Trader. Also, ne, hier Alarme ein aus, ne, da kann man die auch alle ein ausschalten, hier neuen hinzufügen und da halt alle löschen. Also relativ einfach. Kann man jetzt nicht so viel. Okay. Seppi, vielleicht kannst du ja gerade noch irgendwie sagen, mit welcher Plattform, also 4 oder 5. Wie kann man nur einen Alarm wieder löschen? Ich glaube, bin mir jetzt aber nicht sicher. Doch. Also, indem man, das ist ja gerade versuchsweise gemacht. Also, wenn man hier Alarm hinzufügt, ja, gut, der war jetzt an der doofen Stelle. Also, wenn man hier Alarm hinzufügt, noch einen, einfach hier, wenn ich klicke, beziehungsweise vorher die STRG-Taste festhalten und dann wird das hier rot, ne, sieht man ja dann loslassen. Und dann ist der weg. So kann man die auch einzeln löschen. Das könnte man ein bisschen schicker machen, fällt mir gerade auf. Da könnte man auch mal so ein X dran basteln, dass das damit dann halt auch geht. Also STRG gedrückt halten beim Klicken und dann ist er weg. Welches ist die stabilste Version des MT5 für den Stereo-Trailer? Ich könnte jetzt ja hier einfach draufklicken, dann kommt da mal ein Logo, das dem Nelson nicht gefällt. Deswegen frage ich den Nelson mal. Nelson? Kennst du die Version nicht auswendig? Nee, tatsächlich nicht. Ansonsten könntest du kurz die Bildschirmübertragung pausieren, nachgucken Genau. und dann. Ich drücke hier mal kurz Pause. Und dann finde ich das mal schnell raus, was da steht. Und zwar ist das die 2755. Das ist zumindest die, die ich bei mir drin habe. Und also 2755 und die funzt auf jeden Fall. Ja, ich denke sogar mit heute, Nelson. Merkst du es, ne? Ja, ich sag ja, du bist heute auf Zack und hast es Ja, charmant gelöst. das ist der Wahnsinn, ey. Das ist wirklich unglaublich. So, genau, was Rollback und so weiter angeht, da gibt es eine Anleitung, die kann der Nelson oder jemand vom Support vom MT4, von FX Flat Genau, euch. kann man bei uns erfragen. Einfach eine kurze E-Mail an Service schreiben dann. Wir haben da natürlich eine Lösung gebastelt, klar. Gut, so. Und nun? Da kommt
Da sind sogar noch Teilnehmer dazugekommen, also werden auch weitere Fragen kommen. Die haben nur gehört, dass hier live gehandelt wird, deswegen sind die alle da. Der Andreas fragt, nö, sage ich da. Nein, das Fass mache ich hier nicht auf. Ich bin da auch, also geht es wieder um strategische Order. Ich bin da original echt nicht mehr firm genug drin. Ne? Ich muss mich damit dringend mal wieder auseinandersetzen. Ich weiß das. Weil ich das immer noch irgendwie für sehr, sehr clever halte, damit zu handeln. Aber ich bin da so raus aus dem Thema. Da kann ich irgendwie wenig zu sagen. Nee, der Timo ist nicht da. Keine Ahnung. Habe ich vorhin auch schon geguckt. Oder Timo, bist du da irgendwie zwischendurch? Glaube aber nicht. Ich habe den zumindest nicht gesichtet. Aktuell nicht, nein. Ja, der kann das. Hat der Lutz richtig festgestellt, genau. So, ja, wie gesagt, Nelson, die sind alle nur dazugekommen, weil die gehört haben, ey, da Hilger, der liegt hier 50.000, 63.000 Euro vorne. Das ist Hat leider sich nur ein Timo-Account. das so schnell schon verbreitet, Ja, ja, die ja. Nachricht? Steht schon. Steht online. Nein, also. Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir warten jetzt noch auch noch ein paar Minuten, damit man noch genug Zeit hat zu tippen. Ansonsten können Genau. wir das Webinar natürlich auch an der Stelle beenden. Aber warten wir noch. Genau. Weil dann mache ich nämlich nachher tatsächlich, ich versuche es wirklich heute noch zu erledigen mit dem einen kleinen Buggy da. Ja, Gut. lieber Dirk, ich würde dann vorschlagen, falls jetzt doch noch Fragen dazukommen, weil tatsächlich gibt es hier keine Anzeichen, dass noch Fragen kommen. Aber falls doch noch Fragen auftauchen, dann können Sie uns das gerne dann entsprechend per E-Mail senden oder uns anrufen. Und nehmen dann gerne natürlich Dirk dann auch zu Hilfe, falls wir selber nicht weiterkommen. Ansonsten, da die Frage können wir noch mit reinnehmen und dann. Das ist deine Frage Ja, da. ja. Also wie kann man von den Round Marks den Kontrast ändern oder die Farben? Ich glaube tatsächlich gar nicht. Ne? Also gemeint ist ja das hier. Die sollen auch gar nicht gut zu sehen sein, weil die sonst so plakativ sind. Das ist ja nur halt ein Anhaltspunkt. Aber das ist tatsächlich fest verankert in einer Farbtabelle. Glaube ich mal. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fest verankert in der Farbtabelle. Die, mit denen halt auch der Chart selber definiert ist. Das wird nicht funktionieren. Also hier die Round Marks. Klar, Kontrast nicht sonderlich hoch, aber tatsächlich so gemeint auch. Also auch wenn ich jetzt hier umschalte, zum Beispiel in, wo ist es, nehmen wir als Beispiel, in sowas. Ja, und da sieht man es ja halt auch sehr, auch ganz, ganz schwach. Ne? Und da ist die Farbe ja halt auch eine andere und die matcht halt einfach mit dem Hintergrund und als Orientierungshilfe, aber halt eben nicht selbst definierbar. Da muss man einfach mal, wenn man möchte, kann man ein bisschen durchprobieren, die verschiedenen Settings und gibt ja genug. Und also scheinbar nicht, weil es gibt ja auch genug, die immer noch, die dann trotzdem halt, halt sich noch was Eigenes bauen. Und aber vielleicht ist da was dabei, wo es dann halt ein bisschen deutlicher ist. Also hier Pop war, glaube ich, der alte. Weiß ich aber auch nicht, ob die deutlicher sind als jetzt hier in dem neuen. Aber einfach mal versuchen. So, alright. So, dann greife ich mal das Schlusswort vom Nelson eben auf. Sag an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. War ja heute sehr überschaubar von den Fragen. Wie gesagt, mich freut es natürlich. Weil es auch immer zeigt, dass halt irgendwie alles recht rund läuft. Und wenn noch was ist, einfach hinterher schicken per Mail. Es wird sich auf jeden Fall darum gekümmert. So, da sage ich an der Stelle einen schönen Abend. Sonne scheint ja heute leider nicht, zumindest in Köln nicht. Und in Ratingen auch nicht, aber der Nelson ist ja nicht in, nee, du bist nicht in Ratingen, ne? Du bist ja in Köln auch. Du Korrekt. hast ja auch nur bewölkten Himmel. Hab Trist, das gleiche Tristesse. Wetter. Ja, Tristesse vor der Haustür. Aber Ende der muss ja nichts an der Stimmung ändern. Man kann ja trotzdem einen schönen Abend haben. Den wünsche ich an der Stelle auch dir, Nelson. Und schön, dass du wieder da bist. Du warst ja lange nicht da. Und von daher hören und sehen wir uns ja auch wieder öfters. So sieht's Das letzte aus. Wort darfst du aber gerne haben. Danke. Super. Vielen, vielen Dank. Hab mich schon gefragt, wann, ob du mir irgendwie ein Zeichen gibst, dass du mich vermisst hast oder nicht.
Aber jetzt bin ich beruhigt. Ansonsten wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme und ja, würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Wünsche eine erfolgreiche, ja, danke, lieber Lutz. Wünsche eine erfolgreiche Handelswoche. Passen Sie auf Ihre Position auf und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.